Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Let's Play, und zwar zu dem neuen Pack Nachhaltig Leben und unserer kleinen WG. Die drei sind seit der Schule beste Freunde, waren immer zusammen unterwegs und haben sich jetzt gedacht, nachdem die Schule zu Ende ist, sie wollen die Welt verbessern. Sie gehen in eine neue Stadt und möchten die ein bisschen besser machen. Wir gucken die uns mal gleich ein bisschen genauer an. Da gehen wir gleich mal in Erstelle ein Sim. Und zwar haben wir hier unseren lieben Leon Russo. Alle Sims auch bei mir in der Galerie. Der möchte Meisterfabrikant, ist sein Bestreben. Genau. Er ist Perfektionist, ist Romantiker und ein Kreativ. Nicht ein Genie, sondern kreativ. Dann haben wir unsere liebe Rose Oliveira, unsere Blumenfreundin. Ja, sie hat das Bestreben freiberufliche Botanikerin, ist gut, selbstsicher und liebt natürlich die Natur und die Blumen. Dann haben wir unseren Luca de Silva, geboren in Sulani. Der ist, möchte, also bestreben hat er Öko-Innovator. Er ist Kind der Inseln, weil er in Sulani geboren wurde. Ist ebenfalls ein Romantiker und liebt auch die Natur. Und die wollen jetzt halt die Stadt ein bisschen schöner machen. Gemeinsam. Dann gucken wir mal noch die Berufe an. Die habe ich auch schon ausgewählt. So, da haben wir, wie heißt du nochmal, Leon? Oh Gott, Namen, ich und Namen. Er ist freiberuflich und möchte Freelance-Fabrikant werden. Unsere Rose möchte natürlich, ist ja Gärtnerin, ist klar, liebt die Blumen. Und der liebe, ach wie heißt er, Bauplanungsingenieur ist er, Luca. Ach Gott. Leon und Luca, das wird lustig, das sage ich euch jetzt schon. Die werde ich dauernd verwechseln. Das Haus habe ich aus der Galerie. Da sind auch schon die tollen Krabbelkäferboxen. Wobei ich sagen muss, Maden, also ich überlege noch, die wieder rauszunehmen. Also Grillen und Käfer, okay, damit freunde ich mich an. Dann haben wir noch den Heimaufbereiter, haben wir schon dabei. Und die liebe Rose hat natürlich ihr eigenes Gewächshaus. Das habe ich auch aus der Galerie. Und habe dann auf dem Gewächshaus auch schon ein paar für Ventilatoren, wie heißen sie? Komm jetzt nicht drauf. Aufgestellt, um ein bisschen Energie zu gewinnen. Ob da jetzt vier was bringen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel man überhaupt braucht, um einigermaßen was zu erstellen. Ich brauche auch noch für Leon so ein Gerät, wo man die Teppiche und das alles herstellen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber dafür haben wir momentan noch kein Geld. So, dann würde ich sagen, wir starten mal ins Spiel. Was ist jetzt bei dir schon wieder ernsthaft? Luca scheint ein paar Sims verärgert zu haben. Du bist noch gar nicht lange hier. Und machst dich schon unbeliebt. Und du hast, wer war das? Wer hat diese Person meine Nummer? Du hast auch schon einen mysteriösen Anruf bekommen. Das fängt ja gut an, ihr Lieben. Das ist ja witzig. So, die unterhalten sich hier mal schön. Oh, ein bisschen ins Grüne sind wir ja schon. Keine Ahnung wie. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also wir beißen uns hier einfach mal ein bisschen durch, würde ich sagen. Ihr seid noch alle relativ fit. Wir fangen mal mit dir an. Du musst dreimal etwas pflanzen und 10-mal jäten oder gießen. Und für deinen Job musst du Gartensamen kaufen. Okay, dann fangen wir einfach mal mit dir ein bisschen an und kaufen ein paar Samen. Dann nehmen wir am besten Blumen,
Früchte, Gemüse, Katzenminze brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wir haben keine. Kräuter nehmen wir mit und magische Pflanzen, naja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, dann genau mal das schnell führt als neue Inventar. Mal sehen, wie das so ist. Auch noch nicht so wirklich. Huch! Haben wir jetzt schon alle offen? Nee. Okay. So, dann gucken wir mal, damit wir nicht unbedingt was pflanzen, was im Winter nur wächst. Wir haben ja jetzt Frühling. Herbst und Winter, das bringt nichts. Frühling, das können wir schon mal pflanzen. So. Und das ist auch Frühling. Sommer, Frühling. Ja, haben wir da noch was anderes, was wir eigentlich. Hier ist auch Sommer, Frühling, Sommer, Herbst, Herbst. Okay, dann machen wir gleich mal noch ein bisschen Petersilie. Das kann dann in den Kühlschrank. Und war doch noch irgendwas? Sommer, Frühling, genau. Dann können wir das dann gleich noch. So, gucken noch mal durch. Sommer, Herbst, Herbst. Sommer, Frühling, das haben wir aber schon. Sommer, Herbst, okay. Dann fangen wir mal an. Unsere, ups. Unsere liebe Rose. Lieblingsblume? Dreimal raten. Natürlich die Rose. So, dann gucken wir mal, was musst du machen? Du musst einmal Recyclingmaterial erhalten. Ah, das können wir, glaube ich, machen, weil ich habe das Haus ein bisschen, ich hatte, da war, stand ein Doppelbett drin, das habe ich ins Inventar gepackt und habe praktisch zwei einzelne hingestellt. Da können wir natürlich das Doppelbett mal recyceln. Dann hast du das für deinen Job auch gleich erfüllt. Und du, oh, das haben wir schon gemacht. Erhalte 5 Gemeinde-Einflusspunkte. Wie hast du das geschafft? Und stimme für einen nachbarschaftlichen Aktionsplan ab. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir dafür brauchen. Erreiche Level 3 der Herstellungsfähigkeit. Dafür brauchen wir diesen komischen Fabrikanten da. Und recycle 5-mal. Dann müssen wir erstmal recyceln. Müssen wir erstmal was finden, was wir recyceln können. Ich brauche nämlich dieses Gerät, weil, wenn ich mir hier die Aufgaben angucke, da ist zum Beispiel 3D-Teppichmuster, was ich machen kann. Da brauche ich diesen Fabrikanten da. So, solltest du nicht pflanzen, sag mal. Warum geht das nicht? Oh. Habe ich da die Tür vergessen? Geh mal dorthin. Geht das? Ja. Ne, eine Tür ist drin. Habe ich die abgeschlossen? Nee. Als Haustür festlegen. So, geh da mal hin. Geht das noch? Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Du kommst da, glaube ich, gar nicht hin, weil die ganzen Töpfe da stehen. Oh, haben wir was bekommen? Du hast deinen ersten Kleinteile durch Verwendung des Aufbereiters gewonnen. Fahre über den Aufbereiter. Oder Haushaltskasse um zu ver. Aha, okay, da gibt es Geld. Sehr schön. So, ne, dann wärmen wir hier mal. Ja, dann stört dich das wahrscheinlich. Die Blumentöpfe. Schade. Aber okay, dann nehmen wir die erstmal weg.
der Zeit werden wir das Gewächshaus auch wahrscheinlich sowieso ein bisschen umgestalten. Dann kommst du da wahrscheinlich auch nicht ran. Dann nee. Nehmen wir das noch weg und das noch weg und das müsste dann eigentlich reichen. Dann nehmen wir das noch zur Sicherheit. So, jetzt müsste es da eigentlich überall rankommen. So, dann mach das mal. Ja, das werden wir dann auch noch ein bisschen umgestalten. Da werde ich dann auch noch ein bisschen mehr reinstellen. Mal sehen. Dann kannst du mal gleich noch bewässern. Und da muss ja auch noch das andere Gerät dorthin. Also ich überlege, also ich die. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Was kostet das denn? So, dann gucken wir mal, wo wir das am besten finden. Dann müssen wir mal alles anzeigen. So, dann müssen wir mal gucken. Was gibt's denn hier alles? Was ist das denn? Lebendige Pergola. Okay. So, wo ist es? Da ist er, der Heimfabrikator. Nein, 1800. Ach du meine Strohbock. Ah, dem brauchen wir dann auch noch Getränke. Wir dann unsere eigenen Getränke machen können, oder? Wisst ihr was? Also die Maden, die möchte ich nicht. Nee. Wir machen mal hoch. Bb. Move Objects. Machen wir mal, dass wir das alles ein bisschen besser stellen können. Und dann kann das alles ein bisschen näher zusammen. Und dann können, wenn wir dann das Geld haben, dort noch der Heimfabrikator hin. Müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld zusammensammeln. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das mit euch so läuft. So, pflanzt mal ein bisschen schneller. Und den Computer, den verkaufe ich bald wieder, also. Haben wir bestimmt auch gleich das erste Bestreben erfüllt. Also hier rum ist mit Gießen. Und da hast du nicht pflanzen können, na, da bist du auch wieder nicht reingekommen. Da müssen wir mal ein bisschen schieben nochmal. Na. Ein bisschen rüberschieben, das müsste doch schon reichen. Kannst du das mal noch pflanzen und bewässern. Oh ja, haben wir schon. Wir sind schon beim nächsten Level 4. 5 verschiedene Pflanzen weiter. Hey, nicht so schnell. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber das haben wir. 2 der Gartenfähigkeit. Okay, das sollten wir machen. Das schaffen wir auch noch. So. Du hast 5 Punkte, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wodurch man diese Punkte bekommt. Ich glaube, wenn man mit anderen spricht.
Da drüber? Keine Ahnung. Du kannst ja mal. Aber über was muss ich denn dann mit dir sprechen? Na, wir können ja mal ein bisschen Smalltalk machen, generell ein bisschen. Anfreunden. Ich weiß nicht immer, was wir da reden sollten. Über Weltfrieden können wir mal reden. Oder ob man da andere überzeugen muss. Oder wie das jetzt auch immer ist. Sieh da jetzt nichts was. Da müssen wir mal gucken, wo wir die Punkte herkriegen. Aber ihr macht ja schon, ja. Unterhaltet euch ja schon ganz toll. So, dann könnte man. Du hast 5 Punkte, reicht das? Nee, nicht du. Ach so, nee. Rechnungsinfo, genau. Das wollte ich mir noch angucken. Ich habe das auf Speichern gesetzt, aber keine Ahnung, wie sich das berechnet, wann sich das berechnet, ob das einmal am Tag berechnet wird oder. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Du hast schon 5, kannst du denn eigentlich schon abstimmen? Hör mal auf da. Kann eigentlich einer von euch kochen? Oh nein, reicht noch nicht. 1 Stimme, 10 Einflusspunkte. Alles klar. Reicht nicht. So, kann je irgendjemand von euch schon kochen? Nein. Okay. Dann gehst du erstmal. Mal unten. Ja, da haben wir eine. Und das ist immer das Schöne, wenn man das Haus aus einer Galerie runterlädt. Man weiß am Anfang nicht, wo was ist. Man muss erstmal. Erstmal gucken hier. Aber so ist schon ein schönes Grundstück. Machen wir noch einen Wasseraufbereiter. Dann gucken wir mal noch weiter. Ich knall die Kühlschranktür nicht so, Luca. So, Luca. Ja. So, dann mach uns doch mal allen etwas ohne Herd, damit nichts anbrennt. Mach mal 4 Familiengröße. Vorher die Hände waschen. Sehr schön, machst du das? So, du kannst mal gucken, ob du mal in der Zwischenzeit, so lange wie das Essen macht, eine Mülltonne zum Wühlen findest hier irgendwo. Aber wahrscheinlich müssen wir da ein bisschen rumreisen durch die Nachbarschaft. Hier steht nicht eine Mülltonne. Ernsthaft. Da kann man. Ja, da werden wir dann nach dem Essen mal ein bisschen reisen. Gucken wir uns mal die Nachbarschaft ein bisschen an. Und die Mülltonnen von innen. Und mir fällt gerade ein, ich habe noch nicht einen Screenshot gemacht. Ich habe das ganz vergessen. Oh Mann. Ich war so beschäftigt mit dem neuen Pack, dass ich nicht einen Screenshot gemacht habe. Das ist jetzt echt ein Ding. Ich muss mal schnell ein paar machen hier von euch. Verdammt.
So abgelenkt. Ist schon fertig? Lass dich nicht so ablenken, Mädchen. Aroga Abenor. Gib es mir. Sumbau, Chronum Edward. Meine Güte. Sacquinario, Bentrip, Bau. Zanoba. Mach mal hier ein bisschen Ballett. Flix, Yabano Darza. Arpenaya, Bonin Grabe. Kisnoi. Goem de. Oh, nee. Ach, das ist. Hat's keiner gesehen? Haben alle gesehen, Ross. Oh, wie sie guckt. Nein. Wie guckst du denn? Haben trotzdem alle gesehen. Brauchst gar nicht so gucken. Nee. Wie lange brauchte man der Gottensänger? Das kann ich sehen. Sehr schön, dann ruf mal alle zum Essen. Wo ist denn eigentlich... Ach, da von oben kommst du. Ach so. Ja, oben ist dann praktisch sind die Schlafzimmer. Ja, da schlafen die beiden Jungs. Und die liebe Rose hat ihr eigenes Zimmerchen. Ist alles nur ein bisschen klein, das Haus, aber die können sich ja auch noch nicht gleich ein großes leisten. Was gehst denn du jetzt? Du sollst doch eigentlich was zu essen nehmen. Ach so. Das ist doch noch gut, okay. Sick of foos, Ashi. Frina da Yangi? Muchi Peach. So, den Rest stelle ich euch dann mal in den Kühlschrank. Warum setzt du dich? Ach so, wir haben bloß zwei. Okay, ja. Alles ein bisschen klein gehalten. Wir gucken, ob mal irgendwo vielleicht mal doch anstatt der Theke ein Esstischchen stellt. Schauen wir mal, wie ihr das macht, so ihr drei. Sag mal, eigentlich oben ein richtiges Bad. Ja, da haben wir was mit Dusche, genau. Jetzt habe ich schon gedacht, wir haben bloß Toilette. Alles gut. Kiyarba Uchima Tisawet. Frina da. So, und an der Stelle würde ich dann den Part doch gerne beenden. Wir lassen die mal alle in Ruhe essen. Und wenn die fertig sind, im nächsten Part, dann schauen wir uns mal die Nachbarschaft an, versuchen mal andere Leute kennenzulernen. Vielleicht können wir mal mit denen reden und die überzeugen, dass wir dann auch ein paar Punkte bekommen, dass die drei Hübschen dann auch mal langsam abstimmen können. Dann können wir uns dann im nächsten Part überlegen, für was wir abstimmen. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei seid und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.